So, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Pokémon Weiß Together. Wir sind hier, wenn ich das richtig sehe, auf Route 16. Team ist noch in Ordnung, das passt soweit. Ich hau nur mal schnell den Timon nach vorne. Und dann können wir hier eigentlich auch gleich mal ein bisschen weitergehen. Wir müssen ja noch bis zur Route 14. Dafür müssen wir jetzt erstmal über die Wunderbrücke. Und es ist mittlerweile Herbst, weil wir ja mittlerweile März haben. Ach Gott, die drei sind ja auch noch da. Du schon wieder. Geht's jetzt erst fort. Er verschwand an einen unbekannten Ort, nachdem wir ihn aus dem Schloss gerettet hatten. Seit Getsus unser Leben gerettet hat, haben wir ihm ewige Treue gelobt. Auch jetzt befolgen wir strikt seine Befehle, indem wir ihn nicht suchen. Getsus hat mir aufgetragen, dir das hier zu überreichen. Der Adamant-Orb. Hiermit übergebe ich dir das hier. Der Weiß-Orb. Und das hier ebenfalls. Der Platinum-Orb. Ja, jetzt haben wir alle drei Orbs für Dialga, Palkia und Giratina. Was die Beweggründe von Getsus anbelangt, so ist es müßig zu erörtern, woher diese Orbs stammen und warum sie ausgerechnet dir überreicht werden sollten und welchem Zweck das alles dient. Vielleicht um dich zu prüfen, vielleicht um dich zu manipulieren. Wir das Fenstrio waren immer und werden immer die Getreuen und Untergebenen von Getsus sein. Sicher ist auch, dass seine glorreichen Pläne nicht aufzuhalten sind. Da wir uns nicht wiedersehen werden, lebe wohl. Naja, wenn wir jetzt ein Dialga, Palkia oder Giratina hätten, könnten wir uns darüber sogar freuen. Aber momentan bringt uns das leider gerade gar nichts. Ach komm, nehmen wir auch mal mit. Eine Geniefeder. Ach, diese wunderschöne Aussicht. Ja. Das kann man wohl sagen. Die Wunderbrücke ist sehr toll. Moment, warst du nicht was? Ah ja, gut, das war nur der. So, damit sind wir schon mal auf Route 15. Meine Pokémon sind die Nummer 1 weltweit. Gleich wirst du Zeuge davon. Und ab hier haben wir wieder unsere Level 60 Plus Trainer, Freunde. Oh. Der Pokéfan Kilian, irgendwie ironisch, dass ich jetzt gegen meinen, ja, gegen den Typen kämpfe, der genauso heißt wie ich. Aber gut, 12 Level über uns sollte uns nichts ausmachen. Einmal Drachentanz boosten und dann können wir schön durchsweepen. So, hier kannst du ein Erdbeben haben. Uns Angriff sollte eh viel zu brachial sein, als dass irgendwas den überleben könnte. Ein Driftlon. Der kriegt eine Drachenklaue. Driftlon hat zwar ziemlich viel KP, aber kaum Verteidigung, das sollte auch schön kaputt gehen. Ein Seemops. Ist zwar ein Eis-Pokémon, aber den sollten wir auch kaputt kriegen. Und noch ein Wablu. Lauter unterentwickelte Pokémon. Wobei es mir bei dem fast lieber gewesen wäre, wenn es entwickelt wäre. Hätte ich so oder so gewonnen hättet. So. Ich würde sagen, wir nehmen alle Trainer auf dieser Route mit. Und Moment, ich werde allerdings dafür erstmal wieder ein bisschen Schutz einwerfen. Ich habe keine Lust auf wilde Pokémon gerade. Oh, Pokémon, meine Pokémon. Seht ihr den anderen Trainer schon? So, ein Pokémon Ranger Gwendolin mit, was weiß ich gelesen, auch einem Altaria, wo wir gerade davon geredet haben, ne?
Ja, mal draufhauen. Ja, okay, ich hab's mir irgendwie fast gedacht, dass der schneller ist. Das könnte jetzt ein Bonnet werden. Und das ist es auch. Na gut. Was machen wir gegen ein Altaria? Eigentlich logisch, Eis-Pokémon. Ah, da boostet er sich selber mit Drachentanz, aber den Eisstrahl wird er nicht überleben. Hat schließlich eine Doppelschwäche dagegen. Beim Volltreffer erst recht nicht. Ein Raxblizer. Ja, dann möchte ich wechseln. Wir haben zwar keine Feuer-Pokémon oder irgendwas mit Feuerattacken, aber Petri sollte das mit seiner Akrobatik eigentlich schaffen. Vor allem, weil Raxblizer so langsam ist, dass der uns nichts haben kann. Also komm, das sollte reichen. Jawohl. Da gibt's wieder ordentlich EP. Und Steinhagel will er lernen. Ja, das ist doch sehr schön. Können wir endlich die Antikraft wegtun. Endlich eine physische Gesteinattacke. Ich zolle eurer Stärke Respekt, indem ich das hier springen lasse. Eine Zitrubeere, wie schön. So, haben wir doch irgendwo einen Beleber, oder? Ja, hier haben wir 30 Stück, das ist genug. Und noch eine Kumomilch hinterher, dann ist er wieder fit. So, und jetzt kommt die Eistüte nach vorne, ist schließlich der einzige, der noch Level 50 ist. Aber Moment, da komme ich gar nicht hin. Ach. Fahrradfahren ist nicht einfach, ne? Gleich geht's los, also vergiss nicht, deine Schultern müssen ganz locker sein. Nur wer entspannt ist, kann deine ganze Kraft ausschöpfen. Kämpferin Thekla. Mit einem Miditje, das gefällt mir jetzt zwar nicht wirklich, aber gut. Mal hoffen, dass das Viech keine Kampfattacken kann. Beziehungsweise, dass wir sie eventuell sogar one-hitten können. Das tut jetzt weh. Ja, so viel dazu. Okay, Petri, machst du. Sind hier einfach so gnadenlos unterlevelt. Era, da möchte ich jetzt nicht wechseln, da kämpfen wir mit Petri weiter. Petri ist schließlich schnell genug, aber das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der den überlebt. So, jetzt haben wir mal hoffen, dass der keine Prio-Attacken kann. Spinnen hier nochmal rein. Ein Meditalis. Ja, komm, bleib mal drin. Das ist zwar definitiv eins dieser Pokémon, bei denen ich Respekt habe, weil Meditalis kann ganz schön reinhauen. Volltreffer und paralysiert. Ja, dann war's das wohl.
So. Dann wollen wir unsere Eistüte mal wieder fit machen. Petri kriegt auch einen. Muss er wieder über die Hälfte seiner KP kommen, damit sein Schwächling weg ist. Ach, gibt's ja echt Pokémon, die über Level 50 sind. Genau, Level 50. Ein Pupita. Das wäre sogar kurz vor der Entwicklung, aber gut. Ich habe jetzt nicht vor, ein Despota im Team zu haben. Wäre zwar echt nett und so, aber... das hier schon mal freigeschaufelt, dann können wir uns das hier auch gleich holen. Der Giftschock bringt uns zwar jetzt nicht wirklich viel, aber eine TM mehr. Was hast du, Trainer? Hast du dich auf deiner Reise verirrt oder befindet sich gar dein Leben in einer Sackgasse? Dann kämpfe, im Kampf liegt die Wahrheit. Ranger Mick mit einem Knogger. Okay, da ist die Eistüte mal auf jeden Fall schneller und wir können sehr effektiv draufhauen. Sache ist nur, ob das für einen One-Hit reicht. Knogger hat ziemlich gute KP. Und, gut. Und das hat ein Steinhaupt. Na dann. Level 51. Ein Kokowai. Da habe ich doch auf jeden Fall was dagegen. Gegen ein Kokowai helfen Käferattacken. Das hat nicht mal ganz gereicht. Das aber auch nicht. Uff, die Kämpfe hier sind mir gerade ein gutes Stück zu knapp. Ja, wenigstens kriegen wir Zitrupe angeschenkt. So. Eine Kumomilch für die Eistüte. Und ein Hypertrank für Edespin. Haben wir ein Upgrade, das uns jetzt auch nichts bringt, weil wir haben kein Porygon und wir können es auch nicht tauschentwickeln. So, hier oben gab es auch noch Trainer, ja. Wollte ich gerade noch nachschauen. Ah, Serispenso Aquante Montagne. Yeah. Oh Gott. Das ist eine Sprache, die ich nicht kann. Das ist, glaube ich, Italienisch. Aber jetzt fällt es mir gerade wieder ein, hier gibt es einen Haufen Leute, die einfach mal mit anderen Sprachen wieder reden. Aber dass ich da gerade auf den einzigen treffe, von denen ich die Sprache auf jeden Fall nicht kann, ist nur wieder typisch. Da hat man so viele Sprachen genannt und dann trifft man genau auf den Italiener und Italienisch kann man nicht. Zumindest kann ich nicht. Oh, Lucky. Ich habe ihn eingefroren. Na, dann wollen wir ihn doch gleich mal finishen. Ein Onix. Wollen wir da wechseln? Ich lasse die Eistüte jetzt mal drin. Ich bin mir des Risikos bewusst,
dass ich das Viech eventuell one-hitten kann, aber ich muss ihm erstmal seine Spezialverteidigung wieder ein bisschen runternehmen, nämlich ihn in den Sandsturm wegnehmen. Okay, er kann Eisenschweif. Das könnte wehtun. Aber wenigstens kriegen wir jetzt ein bisschen Heilung durch den Hagel. Squagler, ja, da bleibe ich erst recht mit der Eistüte drin. Ich habe eine schöne Doppelschwäche. Eine Kehrtwende, die kam jetzt ein bisschen unerwartet, aber gut, der hat jetzt da auswechseln kann. Laber du ruhig Italienisch, ich verstehe es eh nicht. Aber ich finde es trotzdem nett, dass sie sowas eingebaut haben, mal in anderen Sprachen. Wäre es jetzt Spanisch oder Englisch oder Französisch meinetwegen gewesen, das hätte ich noch verstanden, aber ich kann kein Italienisch. So, mit der Route sind wir damit dann mehr oder weniger fertig. Dann kommen wir jetzt ja in den Weißen Wald. Der Weiße Wald. Ein komischer Ort. Und eigentlich fand ich den nur in Weiß 2 wirklich interessant, weil man da so schön trainieren konnte. Mit irgendwelchen Level 80 Heizeiras, sofern man einen Hürdenmodus hatte. Falsches Ding, ich wollte hier rein. Hier wollen wir uns jetzt aber gar nicht wirklich weiter aufhalten. Ich will hier weitergehen. Auf Route 14. Denn hier ist auch der letzte Weiße von Team Plasma. Ich pack mal wieder Timon nach vorne. Dem fühle ich mich irgendwie sicherer. Weißt du denn, warum Trainer und Pokémon zusammengehören? Ja, warum nicht? Wilhelmine. Die Namen werden auch immer besser. Jetzt sind sie schon Level 68 hier. Das könnte langsam richtig krass werden. Uhuhu. Eine Angeberei. Komm bitte, bring mir deine Handtanz durch. Verdammt. Das ist mir jetzt eigentlich fast zu riskant hier. Ich habe auch nicht wirklich was zum sicher einwechseln. Ich muss den Drachentanz jetzt durchkriegen. Danach gebe ich ihm mal kurz eine Zopfgenesung. Ja, vor allem wegen der Paralyse jetzt. Okay. Wir benötigen jetzt auf jeden Fall mal eine Zopfgenesung. Der paralysiert mich jetzt echt jedes Mal. Na gut. Wer kann einen guten Body Slam wegstecken? Petri könnte es, aber der hat trotzdem zu wenig Verteidigung. Wenn Renekton einen Bedroher hätte, wäre das alles viel besser gerade. Aber gut, ich hau mal Nick rein. Ja klar, machen Volltreffer. Dann haben wir jetzt wenigstens eine Safe Switch. Petri, regel du das bitte. Und bitte komm einfach da durch, dann hast du den gewonnen. Bitte, bitte, komm durch, bitte komm durch. Jawohl. Schnurrgast sollte damit auf jeden Fall erledigt sein.
in Lapras. Möchte ich da wechseln? Ich glaube, das möchte ich auch, wenn ich den doppelten Angriff drin habe. Ich kann mir keine Runde leisten, Petri zu heilen, und die Verwirrung ist ein zu großes Risiko. Na klar, jetzt kommt der Miss. Der trifft natürlich mit der Hydropumpe. Ich hasse solche Kämpfe, die mit zu viel Glück zusammenhängen. Da muss Petri jetzt wieder ran. Komm schon, flinchen. Sollte jetzt auch ziemlich weh tun. Ja. Wie zerlegt uns hier voll. Also gut. Wir brauchen hier eine Lichtkanone. Ach Gott, das zieht ja gar nichts mehr ab. Na gut. Dann brauche ich jetzt einen Beleber. Ach, da bin ich in der falschen Abteilung. Hier muss ich schauen. Ich brauche eh eine Spin hier. Einfach mal hoffen, dass der Donner jetzt ausnahmsweise mal trifft. Das sind ja nur 91% Chance. Wenigstens gut IP. Empsiana hat jetzt auch noch eine Super. Ach, ich muss jetzt einfach nur hoffen, dass das Viech keine Ampelleuchte kann. Na gut, Renekton. Okay, dämlich. Zuflucht im Moveset haben. Die Attacke ist nicht mehr sonderlich gut. Zumindest nicht auf dem Siana. Der Kampf gab zwar jetzt massig EP, aber der hat uns ziemlich aufgerieben. Ich muss auf jeden Fall wieder ins Pokémon Center. Aber auch so krasse Pokémon haben musste. Vor allem auf so hohem Level inzwischen schon. So. Ich bin jetzt hier schon wieder bei 23,5 Minuten. Ich lasse Koto jetzt dann direkt hinter der Trainerin raus, damit er ungefähr weiß, wo es hingeht. Und eine Sache mache ich noch. Wir brauchen nämlich diese VM hier jetzt. Und ja gut, Nick ist der Einzige, der sie lernen kann, aber das müssen wir jetzt einmal mal machen. Auch wenn Kalklinge noch so eine coole Attacke ist, aber wir brauchen die Kaskade. So, ich bin dann mal am Ende von meinem Part angelangt. Das nächste Mal geht's bei Koto weiter, in der Hoffnung, dass er den letzten Weisen von Team Plasma dann findet. Weil der ist hier ein bisschen versteckt und vielleicht wird er auch hier noch von ein paar Trainern aufgehalten. Naja, wir sehen uns dann in der übernächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!